Malen, Zeichnen, Modellieren, Schneidern und mehr bietet der TWG Kreativclub in der Teltower Neuen Wohnstadt. Das Geheimnis der Kunst liegt darin, dass man nicht sucht, sondern findet. Nach diesem Zitat von Pablo Picasso handelt die Leiterin der Kunstkurse, die Stahnsdorfer Malerin und Bildhauerin Thekla Furch. Jeder, der Lust am Gestalten hat, kann an den Kursen teilnehmen, ob TWG-Mitglied oder nicht. Die Treffpunkte sind jeden Dienstag von 16.30 Uhr bis 20 Uhr und jeden Mittwoch von 11 Uhr bis 14 Uhr. TKS-Zeit schaute den Kursteilnehmern mal über die Schultern. Ich bin sehr dankbar über unsere Gemeinschaft, die wir jetzt hier haben. Die Karin ist neu dazugekommen und die Rosi ist neu dazu. Die Karin bringt ihren Mann mit, der rätselt zwar nur, aber das macht nichts. Er ist prima beim Rätseln. Und die Heidi ist neu, da bin ich auch sehr dankbar und froh. Und was ich noch dazu sagen muss, es sind alles äußerst talentierte Damen. Ja? Äußerst talentiert, also was da schon entstanden ist, sehr bemerkenswert, wirklich wahr. Wir können nachher mal, vielleicht lassen Sie uns mal schauen, was da alles so los ist. Dana hatte ja auch eine Ausstellung, läuft die eigentlich noch? Die ist noch in Ruhlsdorf, bei Lugenweide. Sehr gut. Da hast du, ja, da hat Werner sogar ausgestellt, weil er ist ja so ein richtiger, auch Landschaftsmaler insbesondere. Hier ist zum Beispiel ein Bild von Werner. Dann, ja, und dann möchte ich auch auf jeden Fall, die Christel kommt normalerweise immer mittwochs, aber ich freue mich, dass du heute mal hier bist. Und da vielleicht können wir nachher mal nochmal auf den David Bowie schwenken, der noch im Entstehen ist, ja, aber der auf jeden Fall es wert ist, dass man ihn auch im Entstehungsprozess mal zeigt. Wie kommen Sie auf David Bowie? Ja, das ist unser Alter. Das gehört zur Jugend von uns dazu. Was wollen Sie darstellen? David Bowie hat gesagt, jetzt, wo ich mich selber verstehe und andere verstehe, soll ich sterben. Was für ein Schaden. Und das heißt, er hat sozusagen mit dem Wolf seine eigenen Dämonen gebändigt. Hier kommt dann noch eine große Stahlkette und der Wolf ist natürlich immer noch aggressiv. Das wird auch so bleiben. Aber er hat seine eigenen Dämonen im Griff. Und das soll hier dargestellt werden. Meine Uraufführung mit Marco. Nicht schlecht. Der Markus ist nicht nur für Fortgeschrittene. Nicht nur für Fortgeschrittene, das ist richtig. Nein, wir gehen auf alle ein. Wir haben so viele unterschiedliche Talente und Neigungen auch. Die einen arbeiten am liebsten mit Aquarellfarbe, die anderen mit Acrylfarbe. Die nächsten machen Collagen und wir probieren alle möglichen Techniken aus und wir machen keinen Unterschied zwischen Anfänger und Fortgeschrittenen. Weil in denen, die das erste Mal ein Stück, eine Farbe auf das Papier setzen, da können Talente dabei sein und das kann genau die richtige Farbe in der genau der richtigen Form sein. Also es ist, gibt heutzutage kein richtig und falsch mehr. Wichtig ist, dass wir Spaß dran haben. Spaß und am Ende uns das Ergebnis gefällt. Die sind toll, finde ich auch. Teilweise arbeiten wir nach einem Foto und teilweise nach der Natur und teilweise auch völlig frei, aber jeder wie er will. Und ich möchte das gerne nochmal aufmerksam machen, die Rosi, die ist, man glaubt es nicht, wenn man das Bild sieht, ja, man glaubt es nicht, dass sie sagt, sie behauptet. Sie behauptet, sie sei Anfängerin. Ja, April, was ich nicht habe. Ich habe in der Schule gemalt und dann die ganze Zeit nicht mehr. Und bin jetzt 200 hier oder was? 6 Mal oder was? Und sie hat eine ganz bestimmte Technik, die den Pointillisten, die so um 1900, 1920 rum Mode waren oder versucht haben, in dieser Technik zu arbeiten, kommt sie absolut nah. Die haben nämlich nebeneinander die Pünktchen aufgesetzt, die Farbpunkte aufgesetzt und dann das Auge mischt dann die einzelnen Töne. Man nennt es dann eben die optische Mischung. Also das ist sehr, sehr schön, wie du das machst. Ist sehr, sehr schön. Eine künstlerische Interpretation der Realität auf eine ganz charmante Art und Weise.
Karin hat sich, wendet sich normalerweise immer Landschaften zu. Und jetzt hat sie gerade wieder so eine, Entschuldigung, dass ich durchs Bild gelaufen bin, aber sie hat auch, und das finde ich auch entzückend, ne? Sie hat vor, waren das 40 Jahren, 50 Jahren, eine 40 mindestens, ein Bild angefangen. Das ist eine, ich glaube, bulgarische. Ja, eine Bandura-Spielerin. Spielerin. Und das war nur in Roh fertig. Und das hat sie jetzt hier fertig gemacht. Und ich finde das super schön. Sie knüpft sozusagen an die Wurzeln ihrer jugendlichen Malerfahrungen an und vollendet, was sie angefangen hat. Das finde ich absolut klasse. Frau Scharf, war das nicht zu viel Lob auf einmal? Ja. Also ich kann es ja auch nicht glauben. Ich denke ja mal, sie motiviert mich nur. Aber das tut ja auch gut, weil ich mich ewig nicht ans Papier und an die Farbe getraut habe. Also die Thekla, die tut mir schon gut, ja. Und das ist super schön genäht, auch mit dem Tüll. Also jetzt sind wir bei einem völlig anderen Genre. Beim Schneider, ist das richtig? Im Schneiderkurs, ja. Da werden Kostüme gefertigt? Nein, im Schneiderkurs, das ist hier, da sind wir am Montag und am Mittwoch nachmittags, und da können Leute kommen, die noch nicht nähen können, die nähen gerne nähen lernen wollen. Maschinen stehen hier zur Verfügung und das Kostüm hat Geschichte. Das hat Geschichte, das wurde für ein TCC genäht, für einen Karnevalclub hier von Teltow, und damit haben sie auch einen Preis gewonnen. Und im Schneiderkurs ist noch Platz. Ist noch Platz frei, ja, weil ich tue das immer so machen, dass ich danach gehe, wie die Leute können, wenn sie um 3 können, wenn sie um 5 können, wenn sie 2 Stunden bleiben wollen oder 3 Stunden. Jeder, wie er gerne möchte, kann kommen und gehen. Aber ich mache das alles mit vorhergehender Anmeldung, damit nicht einmal alle 9 vor der Tür stehen und dann wieder mal gar keiner. Na, das wird dann alles so ein bisschen eingeplant. Und Vormittag ist auch noch Zeit. Vormittag habe ich noch, aber sind momentan noch nicht belegt, weil es noch keine Leute sind, die Vormittag können. Aber vielleicht ergibt sich mal die Möglichkeit, dass auch mal welche vormittags können. Und bei den Malern ist auch noch Platz. Ganz wichtig, das möchte ich auch noch mal sagen. Wir sind dankbar für der Genossenschaft, sehr, sehr dankbar über diese Möglichkeit, dass wir hier den Raum zur Verfügung haben. Und wir freuen uns, wenn wir noch mehr Teilnehmer werden. Wir haben noch Platz und wir haben Papier und Farben. Und es ist eine wunderbare Sache. Es macht glücklich. Malen macht glücklich. Herzlich willkommen!